aus dem Feuer in der Wüste klingt, ich bin wie ein Funkenflug aus Gnade, Wahrheit, Sinn. Und die Frage, warum bin ich in der Welt, wird zur Antwort, Mensch, ich habe dich gewollt. In der Dunkelheit bin ich dir wie ein Licht, wie ein Leuchtturm, dessen Strahl die Nacht durchbricht. Halte fest an dem, was in dir wachsen will. Such die Richtung, werde immer wieder still. Was du bist, erkennst du nicht auf einen Schlag. Es wird dir eher langsam klarer, Tag für Tag. Leb im Erbe des Vertrauens, in der Ruhe und der Kraft. Wer sich ganz auf Gott verlässt, wird Zukunft sehen. Wer das Feuer in sich spürt, findet Wege durch die Nacht, wird im Morgenlicht, im Morgenlicht, wird im Morgenlicht auf seinem Erbe stehen. Aus dem Feuer in der Wüste klingt, ich bin wie ein Funkenflug aus Gnade, Wahrheit, Sinn. Und die Frage, warum bin ich in der Welt, wird zur Antwort, Mensch, ich habe dich gewollt. Was du bist, erkennst du nicht auf einen Schlag. Es wird dir eher langsam klarer, Tag für Tag. Im Zwielicht unseres Daseins, auf unserer Suche nach dem Sinn, durchqueren wir dunkle Täler, warten durch den zähen Sand. Doch das Feuer tief im Innern hält die Sehnsucht in uns wach. Unser Leben hat Bedeutung, wir sind hoffnungsvoll gemacht. Ja, wir sind hoffnungsvoll gemacht. Leb im Erbe des Vertrauens, in der Ruhe und der Kraft. Wer sich ganz auf Gott verlässt, wird Zukunft sehen. Wer das Feuer in sich spürt, findet Wege durch die Nacht, wird im Morgenlicht, im Morgenlicht, wird im Morgenlicht auf seinem Erbe stehen. Lebt im Erbe des Vertrauens, in der Ruhe und der Kraft. Wer sich ganz auf Gott verlässt, wird Zukunft sehen. Wer das Feuer in sich spürt, findet Wege durch die Nacht, wird im Morgenlicht, im Morgenlicht, wird im Morgenlicht auf seinem Erbe stehen. Wer das Feuer in sich spürt, findet Wege durch die Nacht, wird im Morgenlicht, im Morgenlicht, wird im Morgenlicht auf seinem Erbe stehen. Im Morgenlicht, im Morgenlicht, wird die Hoffnung für dich in Erfüllung gehen.